Liebe Märchenfreunde, heute möchte ich etwas beginnen und zwar sind das mehrere Legenden über Rübezahl. Das Buch, aus dem ich euch vorlese, stammt aus dem Jahre 1904. Ich habe die Jahreszahl aus einer Widmung. Und wie ihr hier auf dem Bild seht, ist es eine Schrift, die wir heute nicht mehr lesen können. Es sind altdeutsche Schriftzeichen. Dort steht unserem lieben Fritzi und seinem Schwesterchen, Weihnachten 1904. Auch die Druckschrift ist alt. Illustriert wurde das Buch nach Holzschnitten von Ludwig Richter. Und auf dieser Seite von dem Buch seht ihr, dass es deutsche Volksmärchen sind. Und sie sind von Museus mit den Vornamen I, K, A. Das Deutsch war damals etwas anders als heute. Und obwohl es erst etwas über 100 Jahre her ist, merkt ihr, an der deutschen Sprache ist etwas verändert. Damals war es für die Jugend bearbeitet von Louis Thomas, denn die ursprüngliche Fassung ist noch schwieriger zu verstehen. Auf der Rückseite könnt ihr sehen, dass eine Leipziger Buchbinderei das Buch endgültig fertiggestellt hat. Das Buch ist in Leinen gebunden und obendrauf ist eine erhabene Gestaltung. Das muss eine ganz besonders schöne Ausgabe sein. Das ist nicht so einfach herzustellen, vor allen Dingen auch mit den Farben, dass die so schön genau aufeinander abgestimmt und dann dem Druck entsprechend auch so aufgebracht wurden. Nun kommen wir zu der ersten Seite, auf der man Rübezahl in seiner riesigen Gestalt sieht, direkt auf dem Gebirge mit der unterirdischen Welt. Er selbst kann sich verzaubern. Manchmal ist er ein Gnom, manchmal ist er ein Riese. Doch das erfahrt ihr in den folgenden Legenden. Erste Legende: Wie der Berggeist Rübezahl zu diesem Namen gekommen ist. Römisch 1. Von seinem ersten Erscheinen auf der Oberwelt, auf den Sudeten, hauste in friedlicher Eintracht der berufene Berggeist Rübezahl. Dieser Fürst der Gnomen besitzt zwar auf der Oberfläche der Erde nur ein kleines Gebiet von wenig Meilen im Umfang, mit einer Kette von Bergen umschlossen, und teilt dieses Eigentum noch mit zwei mächtigen Monarchen, die seine Mitherrschaft nicht einmal anerkennen. Aber wenige Klafter unter der urbaren Erdrinde hebt seine Alleinherrschaft an, die kein Teilungsvertrag zu schmälern verlag, und erstreckt sich auf 860 Meilen in die Tiefe bis zum Mittelpunkt der Erde. Zuweilen fällt es dem unterirdischen Alleinherrn, seine weit gedehnten Provinzen in dem Abgrunde zu durchkreuzen, die unerschöpflichen Schatzkammern edler Felle und Flöße zu beschauen, die Knappschaft der Gnomen zu mustern und in Arbeit zu setzen, teils um die Gewalt der Feuerströme im Eingeweide der Erde durch feste Dämme aufzuhalten, teils mineralische Dämpfe zu fahren, mit reichhaltigen Schwaden, Tauben, Gesteins zu durchziehen und es in edles Erz zu verwandeln. Zuweilen entschlägt er sich aller unterirdischer Regierungssorgen, erhebt sich zur Erholung auf die Grenzfeste seines Gebietes und hat sein Wesen auf dem Riesengebirge und treibt da Spiel und Spott mit den Menschenkindern, wie ein froher Übermüter, der, um einmal zu lachen, seine Nachbarn zu Tode kitzelt. Denn Freund Rübezahl ist geartet wie ein Kraftgenie, launisch, ungestüm, sonderbar, bengelhaft, roh, unbescheiden, stolz, eitel, wankelmütig, heute der wärmste Freund, morgen fremd und kalt, zu Zeiten gutmütig, edel und empfindsam, aber mit sich selbst im festen Widerspruch, albern und weise, oft weich und hart in zwei Augenblicken, wie ein Ei, das in siedendes Wasser fällt, schalkhaft und bieder, störrisch und beugsam, nach der Stimmung, wie in Laune und innerer Drang beim ersten Anblick jedes Ding ergreifen lässt.
Von uralten Zeiten her, ehe noch Japhets Nachkömmlinge so weit nordwärts gedrungen waren, dass sie diese Legenden wirtbar machten, tosete Rübezahl schon in den wilden Gebirge, hetzte Bären und Auerochsen aneinander, dass sie zusammenkämpften, oder scheuchte mit grausendem Getöse das scheue Wild vor sich her und stürzte es von den steilen Felsenklippen hinab in das tiefe Tal. Dieser Jagden müde zog er wieder in seine Heerstraße durch die Regionen der Unterwelt und weilte da Jahrhunderte, bis ihn von neuem die Lust anwandelte, sich an die Sonne zu legen und des Anblicks der äußeren Schöpfung zu genießen. Wie nahm's ihn Wunder, als er einst bei seiner Rückkehr von dem beschneiten Gipfel des Riesengebirges umherschauend die Gegend ganz verändert fand. Die düstern, undurchdringlichen Wälder waren ausgehauen und in fruchtbares Ackerfeld verwandelt, wo reiche Ernten reiften. Zwischen den Pflanzungen blühten Obstbäume, ragten die Strohdächer geselliger Dörfer hervor, aus deren Schlot friedlicher Hausrauch in die Luft wirbelte. Hier und da stand eine einsame Warte auf dem Abhang eines Berges zu Schutz und Schirm des Landes. In den blumenreichen Auen weideten Schafe und Hornvieh und aus den lichten Hainen tönten melodische Schalmeien. Die Neuheit der Sache und die Annehmlichkeit des ersten Anblicks ergötzten den verwunderten Landesherrn so sehr, dass er über die eigenmächtigen Pflanzer, die ohne seine Vergünstigung hier wirtschafteten, nicht unwillig ward, noch in ihrem Tun und Wesen sie zu stören begehrte, sondern sie so ruhig im Besitz ihres angemaßten Eigentums ließ, wie ein gutmütiger Hausvater der geselligen Schwalbe oder selbst dem überlästigen Spatz unter seinem Obdach Aufenthalt gestattet. Sogar ward er sinnes, mit den Menschen dieser Zwittergattung von Geist und Tier Bekanntschaft zu machen und ihre Art und Natur zu erforschen und mit ihnen Umgang zu pflegen. Er nahm die Gestalt eines rüstigen Ackerknechts an und verdingte sich bei dem ersten besten Landwirt in Arbeit. Alles, was er unternahm, gedieh wohl unter seiner Hand, und Rips, der Ackerknecht, war für den besten Arbeiter im Dorfe bekannt. Aber sein Brotherr war ein Prasser und Schlemmer, der den Erwerb des treuen Knechts Rips verschwendete und ihm seine Mühe und Arbeit wenig Dank wusste. Darum schied er von ihm und kam zu dessen Nachbar, der ihm seine Schafherde untergab. Er wartete dieser fleißig, trieb sie in Einöden und auf steile Berge, wo gesunde Kräuter wuchsen. Die Herde gedieh gleichfalls unter seiner Hand und mehrte sich. Kein Schaf stürzte vom Felsen herab und brach sich das Genick, und keins zerriss der Wolf. Aber sein Brotherr war ein karger Filz, der seinem treuen Knecht nicht lohnte, wie er sollte, denn er stahl den besten Widder aus der Herde und kürzte dafür den Hirtenlohn. Darum entlief er dem Geizhals und diente dem Richter als Herrenknecht, ward die Geißel der Diebe und frönte der Justiz mit strengem Eifer. Aber der Richter war ein ungerechter Mann, er beugte das Recht, richtete nach Gunst und spottete der Gesetze. Weil Rips nun nicht das Werkzeug der Ungerechtigkeit sein wollte, sagte er dem Richter den Dienst auf und ward in den Kerker geworfen, aus dem er jedoch auf dem gewöhnlichen Wege der Geister durchs Schlüsselloch leichten Ausgang fand. Und damit endet das erste Kapitel aus der ersten Legende. Weiter geht's am nächsten Sonntag hier an dieser Stelle mit den Geschichten um Rübezahl.